Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Third Age Total War, der letzten heutigen Folge. Vorher kam Let's Play Mondo Blade, eine 10 Minuten längere Folge Let's Play Star Wars Rebels Mando, weil wir es kurz davor ähnlich gemacht haben, und Let's Play The Lord of the Rings Adventure Card Game. Ja, bevor wir hier anfangen, zwei kurze Sachen. Einmal möchte ich es auch hier sagen, wie schon bei Mondo Blade und auch beim Adventure Card Game. Ich wollte kurz aufklären, warum es mir zurzeit nicht so gut geht. Ich hatte Ende der letzten Woche die erste Impfung gegen Corona. Und ja, mein Körper kämpft immer noch mit der Impfung. Nachwirkung. Ich bin total platt derzeit und ziemlich erschöpft. Aber ja, ich werde die Folgen trotzdem machen. Das zweite ist kurz hier zu sehen in den Grafikeinstellungen. Ich habe die Grafikeinstellungen ein bisschen erhöht, hier zum Beispiel Maßdetail oder Einheitendetail, Schattenqualität, weil die letzte Folge hatten wir ja mal wieder eine eigene Schlacht und die lief bildhängerfrei. Deswegen, genau, habe ich es hier hochgestellt. Ja, beim letzten Mal haben wir Karas Galadun erobert mit den Orks. Leider erst auf dem zweiten Versuch, wir haben es zuerst selber versucht, das ging nicht wahnsinnig gut, deswegen haben wir danach durch die KI einen Sieg errungen. Und ja, ansonsten war, glaube ich, nicht so viel, ein bisschen weitergebaut, ein paar Einheiten entlassen, gleich in Karas Galadun eine Diebesgilde angeheuert. Und ja, ich habe jetzt Bock, die gute Kampagne anzufangen. Fragt mich nicht warum, aber irgendwie habe ich da gerade Bock drauf. Das heißt, in der Folge wird wahrscheinlich nicht so viel passieren. Wenn es euch zu sehr nervt, dann können wir auch bei der nächsten Part, also morgen, wieder mit dem Bösen spielen. Aber irgendwie will ich jetzt mit den Guten anfangen. Ich weiß auch nicht. Und ja, bei den Guten hieß ja damals entweder Ehrräder oder Zwerge, aber Zwerge vorzuziehen. Und wie schon bei den Bösen werde ich den Wunsch erfüllen. Daher werden wir die Zwerge spielen. Trotzdem auf lang und hier spielen wir mittel. Wir spielen ja bei den Orks spielen wir auf leicht, aber bei den Zwergen spielen wir auf mittel. Nachtzeitlimit und ja, wir müssen hier Erebor halten, Nebelgebirge, Hoher Pass, Angmar, Gundabad, Berge, Arm, Rausgebirge, Naukrim, Beretuin und Eisenberge und eben die beiden Orkvölker aus. Wie gesagt, fragt mich nicht, warum ich jetzt irgendwie Bock habe auf eine gute Kampagne, aber. Aber wir werden es machen. Es wird wahrscheinlich jetzt in der Folge wieder nur hinauslaufen auf alles lesen, weil hier alles wieder neu ist und auf das Video gucken. Ich habe irgendwie Bock drauf. Wenn ihr es wollt, können wir, wie gesagt, beim nächsten Mal mit den Orks weitermachen, aber ich will heute irgendwie mit den Zwergen anfangen. Deswegen wünsche ich euch gleich viel Spaß beim kurzen Video. Das war das Zwergenvideo. Das finde ich übrigens ziemlich episch. Ich bin ja selber so ein kleiner Zwergenfan. Das finde ich ziemlich episch. Allein einfach schon mit dem Gesang und da halt mit dem richtig schönen Kampf gegen die Orks und Trolle. Was ja auch in Moria war, wie man gerade gesehen hat, weil da zum Beispiel auch die Wachen von Khazad-dûm bestanden etc. Finde ich schon ziemlich episch.
Ja, diese Nachricht hier kennen wir schon, dass die Nachricht willkommen in Mittelerde. Aber das hier ist ja die gute Seite. Und ganz kurz, ich sag ganz kurz mal nichts. Ich habe deswegen nichts gesagt, weil euch ist vielleicht aufgefallen, die Musik hier ist anders. Die Musik ist bei jedem Volk ein bisschen anders. Das heißt, hier werden wir andere Musik haben als mit den Orks. Ich werde es hier trotzdem mal vorlesen, habe ich jetzt beschlossen. Wie gesagt, das hier wird jetzt wahrscheinlich wieder eine ziemliche Lesefolge, aber fürs Erste mal. Eine Nachricht des Weißen Rates. Mein Herr, seit den frühesten Tagen von Ada, als die Elben und Zwerge erwachten, bestand ein Vertrag über das Verhalten eines jeden Herrschers der freien Völker. Ob am Krieg oder in Friedenszeiten. Wir, eure demütigsten Diener, raten zur Befolgung solcher Regeln, um eure Zeit mit der Erde so erfolgreich wie möglich zu machen. Erstens wird das Betrügen des finanziellen Kreislaufs durch den Rat geahndet werden. Der sogenannte Cheaten, im Sindarin, ist ein Verrat an den freien Völkern des Erdes und führt ins Verderben. Es gilt... Entschuldigung. Es gilt als äußerst feige, die Bande einer Allianz zu brechen. Wenn ihr wünscht, mit einem Reich Krieg zu führen, brecht zunächst das bestehende Abkommen und greift erst danach an. Drittens wenden nur träge Herrscher das automatische Berechnen von Schlacht an. Wir bitten euch, eurem Volk im Felde ein guter Antwort. Zu guter Letzt solltet ihr von der Benutzung arkaner Artefakte absehen, welche die Karte mit Leerdes aufdecken. Da sie ein Verhängnis für jeden guten Geist darstellen können, versuchen könnte zu groß werden und dem bösen Verlangen nach der totalen Herrschaft enden. Also wir sehen schon hier, es ist ja de facto derselbe Text, den wir damals bei den ersten Folge mit den Nebelbergen hatten. Nur hier ist es ein bisschen anders geschrieben. Weil hier wird man natürlich nicht sofort Sauron vorgeworfen oder so, aber man könnte halt dem Bösen verfallen und ich finde das schön mit dem Sindarin schieben. Das ist richtig super. Vergewissert euch, dass sowohl die Kampagne als auch die Schlacht auf der Schwierigkeitsstufe sehr schwer gespielt werden soll. Wenn der Kampf gegen die Dunkelmächte zu leicht ist, habt ihr etwas falsch gemacht. Wir suchen euch, großer Herr, unsere Anweisungen und Ratschläge zu befolgen, um einen erfolgreichen Aufenthalt im Mittelerde zu haben. Wie gesagt, hier, es ist im Grunde derselbe Text, aber es ist halt ein bisschen anders geschrieben. So, ja, ich, wie gesagt, fragt mich nicht, warum ich jetzt mit den Zwergen anfangen will. Irgendwie habe ich Bock drauf. Wir haben hier am Anfang 10.000 Gold. Hier ist der Balen, den werden wir gleich zum Erebor bringen, aber zuerst schauen wir, was er hat. Er hat ein Kommando und 5 Loyalität, außerdem 3 Gehorsam. Respekt hat er 0, selbst wenn es edel noch frevelhaft. Und ansonsten Balins Streitaxt, gleich mal plus 1 Autilität. Diese große Streitaxt wird von Generationen vom Vater zum Sohn weitergegeben. Ansonsten ist er ein selbstloser Angreifer, das heißt mehr Kommando und Angriff. Plus Kommando, weil er ein vielfacher Herrscher ist und er hat eine Heldenfähigkeit, die Eisenfaust, starke Zunahme der Kampfeffektivität und Abnahme von Erschöpfung. Ja, Zwerge sind natürlich unfassbar stark. Das wissen wir, wo wir mit den Nibelbergen gegen sie gespielt haben. Wird sicher recht spannend. Außerdem nochmal hier ein paar Theon-Axtkämpfer. Kommen erstmal zum Erebor rein. Im Erebor selber ist natürlich unser Anführer. Ah, hier ist ein Speer. Hier auch erstmal rein. Grüßen der Speer, das ist der Narr. Immerhin, gleich mal eine 4er Wertung. Fähiger Speer. Speer hat bewiesen, dass er Informationen sammeln kann, ohne gewinnt zu werden. Und talentierter Speer. Hat die Fähigkeit, Dinge zu entdecken, die er nicht wissen sollte und an Orten zu sein, an denen er nicht sein sollte. Die richtigen Vorbereitungen gelingen ihm durchaus kleinere Spionageaufträge. So viel Talent hatte unser Orkspeer ja erst nach einigen Aufträgen. Hier brauchen wir natürlich 2 Speer, weil hier haben wir ein gespaltenes Reich und wir müssen halt Wunderbad und Bürger auslösen. Guck nur kurz, bevor wir weiterlesen. Ah, wir haben sonst keine. Dann bilden wir hier gleich mal Diplomat und Aktivität. Und danach müssen wir kämpfen, ne? Weil das ist ja unsere Hauptstadt hier, der Erebor, bei deinem Lesen gleich. Gerade auch Minenarbeiter für mich. Okay, dein selber hat, ist natürlich der Führer der Zwergenclans. Plus ein Autorität, plus ein Kommando. Also überhaupt aller Zwerge muss man die Eigenheiten seiner Untertanen genau kennen und versuchen, ihnen gerecht zu werden. Allein die Musik finde ich so schön hier. Und König unter dem Berg ist der natürlich. Großkönig unter dem Berg gebietet über die Hallen und Reichtümer der Zwerge. Zweite Autorität.
Ansonsten hat er ziemlich viele Merkmale. Vermächtnis des Respekts plus Respekt. Geprägt durch seinen edlen Vater zeigt dieser Heerführer einen starken Sinn für Respekt. Mutig plus 1 Truppenmoral. Er scheut die Gefahr nicht. Er hat bewiesen, dass er seine Furcht überwinden kann. Vielversprechende Angreifer. Auch er hat mehr Kommando beim Angriff. Eifrig plus Bewegungspunkte. Also er kann weitergehen. Er beschäftigt sich lieber als nicht. Und dann noch aufstrebender Heerführer. Das Kommando kennen wir schon, Anführer. Plus Kommando, plus Sicherheit, plus Autorität. Dieser Feldherr ist der Anführer seines Volkes. Dann die Heldenfähigkeit, Hartnäckigkeit der Zwerge. Festigt Moral, Abnahme von Erschöpfung und sammelt flüchtende Truppen. Ja, wir wissen schon, Moral ist eine wichtige Sache. Die Zwerge haben natürlich weit mehr Moral als unsere Orks in dem anderen hier. Aber trotzdem ist so eine Fähigkeit sehr stark. Und Biografie. Das hat man teilweise, bei den Orks hatten wir das gar nicht, aber bei wichtigen Personen hat man zum Beispiel bei deinen natürlich schon. Aber gucken wir erstmal hier. Gehorsam hat er nicht so viel. Kann sich nicht fügen, ohne den Befehl und den, den er teilt, ausgibt, zu verspotten. Autorität. Der geborene Anführer wird nur selten herausgefordert oder in Frage gestellt. Also zum Beispiel stärker als der Ork-Anführer. Respekt. Ruhig und... Nee. Hier. Ich habe es vortrefflich, seinen Kodex der Ritterlichkeit zu machen. Und Kommando. Ruhig und entschlossen einer Spitze seiner Armee. Also eine Armee. Normalerweise ist sie siegreich. So, Biografie. Es gibt ihm plus Trefferpunkte, plus Kommando, plus Respekt, plus Loyalität und plus Autorität. Dein der Zweite, oder Dein Eisenfuß, ist der Sohn von Dein und der Enkel des Kofor, des jüngsten Sohn König Deins des Ersten. Er ist König unter dem Berg und König von Lubitz Volk. Dein kämpft in der Schlacht der Zwerge und Orks, aber seine einzigen aufzählten Taten sind in den Schriftrollen über die Schlachten von Asnul Bisa zu finden. Ja, wo er ja Azog getötet hat, also Volks Vater. Ich finde es nicht ganz richtig, es sind nämlich nicht seine einzigen Taten. Er ist ja in dem Fall auch noch nicht tot, also die 5-Tage-Schlacht um den Erebor, das, den 3-Tage-Kämpfen ist ja natürlich. So, beim Bau gucken wir gleich mal. Haben wir denn hier? Haben wir die große Bergwacht, die ist für viele Krieger. Hier ist der die Axtwerfer, hier ist die Balliste. Ich fange an mit der Schmiede. Ansonsten, ja, ich gehe es jetzt schnell durch. Hier zum Beispiel, die Minen haben auch Bevölkerungswachstum. Ich weiß nicht, ob die auch Minen das hatten. Okay, wir fangen an mit der Schmiede. Zwerge sind ein Volk von Handwerkern und verfügen über eine hochentwickelte Schmiedekunst. An jeder Zwergensiedlung verfügt über ein oder zwei Schmiede, die wichtige Werkzeuge für den Bergbau sowie einfache Rüstungen herstellen. Auch ein recht unerfahrener Schmied und seine Helfer stellen wundervolle und robuste Rüstungen dar, können aber nicht mit dem meisten ihrer Zunft mithalten. Ja, aber die wären natürlich besser als alles, was die Orks tragen. Logischerweise. So, jetzt wollen wir hier unten lesen. Hier ist der Wochenmarkt. Der Wochenmarkt ist für die abgelegenen Hallen und kleineren Siedlungen ein Ereignis, dass man sich schon Tage im Voraus freut. Fahrende Händler, starke Ringer und Feuerspucker versuchen ihre Waren an den Zwerg zu bringen und zeigen ihre Darbietung. Man erfährt Neuigkeiten aus der Region und den Nachbarsiedlungen und kann sie mit frischem Fleisch, Obst und physischen Werkzeugen und guten Äxten versorgen. Die ältesten Freude würde doch gutes Geld in die Kasse geschickt. Ja, ihr merkt schon, es ist relativ. Also die Texte sind relativ ähnlich. Es ist jetzt nicht so unterschiedlich zu den Texten, die wir bei den Orks haben. Aber schon anders. Ein bisschen halt nicht überwältigend. Ansonsten haben wir hier die Rodung. Eine Rodung ist der erste Schritt in Richtung auf die Landschaft. Durch sie beginnen Bergdörfer zu wachsen und zu gedeihen. Zwar ist die Rodung kaum mehr als die Abholzung aller Bäume in einem festgelegten Bereich, doch muss sehr darauf geachtet werden, dass der Bereich auch gut für die Aussaat und den Pflanzen geeignet ist, da man sonst weder Probleme bei der Ernte und somit bei der Ernährung der Bevölkerung. Der Ledergerber. Den Text lese ich nicht vor, weil den kennen wir. Das ist genau derselbe Text, den wir bei den Orks haben. Deswegen den Text lese ich nicht. Hier ist ja auch, dass eben sich die Herstellung quasi gar nicht unterscheidet, egal welches Volk. Das kennen wir einfach schon. Das Ratshaus. Ich glaube, auch das kennen wir schon. Ja, auch das kennen wir schon. Ach nein, kennen wir nicht. Weil hier ist der Diplomat, bei den Orks ist halt Haus zu Haus. Also, obwohl die meisten Bauern die örtlichen Regierungsbehörden lieber heute als morgen würden,
ist es doch eine Tatsache, dass ein Erwachsener sich ohne ein Rathaus, das um die Verwaltungsangelegenheiten kümmert, vermutlich für alle Zeiten eine ständig vom Untergang bedrohte Lasterhöhle bleiben wird. Das Rathaus dient in erster Linie als Verwaltungszentrale und Gerichtsgebäude, damit sichergestellt ist, dass eine gewisse Ordnung in der Siedlung herrscht, was sogar den Bauern gefallen wird. Dann haben wir hier die Methalle. Das ist ein besonderes Zwergengebäude, ein sehr cooles Gebäude. Weil natürlich ist auch hier die Liebe der Zwerge zum Alkohol bekannt. Größeren Siedlungen von Durins Volk empfiehlt sich früher oder später der Bau einer sogenannten Methalle. Auch wenn es hier öfters durchaus ruppig zugeht, kommt ein Großteil der Gäste wegen der Geschichtenerzähler oder einer Runde Khazad-dûm-Schach, einem unter Zwergen äußerst beliebten Brettspiel. Also alles in allem ein geselliger Ort. Ja, sonst wird sie halt geprügelt, ne? Alkohol halt. Eine Methalle überzeugt einen Teil der Bevölkerung von der zwergischen Kultur und erhöht so die öffentliche Ordnung. Dann haben wir die Stadtwache. Dadurch haben wir eben die beiden, die jetzt schon ausbilden können, Minenarbeiter und Streiter und mehr Ordnung durch Gesetz. Eine Stadtwache ist oftmals ein Zeichen vom Wohlstand der Bürger, die stolz auf ihre Verteidigung sind. Hier können junge Männer im Umgang mit Waffen geschult werden. Dem lernen sie einfachen Befehlen zu folgen und bekommen etwas Einblick in militärische Praktiken. Ja, dann haben wir noch die Bienen. Das kennen wir aber auf jeden Fall schon, diesen Text. Der ist halt derselbe Text bei den Orks. Ja, kennen wir schon. Und die riesige Stadtmauer. Der bloße Anblick dieser riesigen Mauer reicht schon aus, um den Bauern, die im Schatten arbeiten. Ah, das kennen wir auch schon. Ein Schauerbild. Das kennen wir auch schon. Das ist dieselbe Stadtmauer, die man bei den Orks, die wir da bei Moria haben. Ja, ich mache jetzt hier ein bisschen schneller, weil ich würde gerne mehr schaffen, als wir bei der ersten Folge der Orks gelesen haben. Hier haben wir halt auch nur 4 Siedlungen. Erebor, die Beschreibung lesen wir dann gleich noch. Dann wäre es mal zu Asunolimbadum. Asunolimba, ja, habe ich mich jetzt richtig erinnert. So, hier werden wir erstmal die Eisengarde raushauen. Ihr wisst ja, am Anfang Geld sparen. Die restlichen 3 können hier bleiben. Hier ist der gute Afroppeln, und auch, haben wir gleich. Hier ist der gute Kuloin. Respekt, er liebt gute Tugenden, hat sie nur noch nicht zum Meistern gelernt. 2 Kommando. Und 5 Realität. Außerdem 3 Gewahrsam. Und ansonsten ist er edel im Kampf. Dieser Heerführer würde im Kampf niemals unbedingt taktisch greifen. Das wäre weit unter seiner Würde. Gesund, mehr Trefferpunkte. Scheint eine gescheite Konstitution zu haben, um die meisten körperlichen Werden abzuwehren. Und aufstrebender Heerführer. Kennt einige Kampftechniken und kann Männer in die Schlacht führen. Wegen das Kommando. Oh, was bauen wir hier? Mal sehen. Und wenn nicht. Straßen wahrscheinlich. Ich gucke aber sonst noch. Ja, wir bauen hier die Stadt. Gebirgswege. Wenn es zwischenzeit Zwergensiedlungen zu regen Handel kommt, oder sie an einer wichtigen Marschroute stehen oder werden nach kurzer Zeit Wege angelegt. Sie sind meist die direkte Verbindung gut ans Gelände angepasst. Dadurch wird noch mehr und die Zwergenarmeen kommen im Bedarfsfall schneller voran. Allerdings sind diese einfachen Wege nicht weiter befestigt und verwandeln sich witterungsabhängig in pure Schlammpisten oder zugeeiste Rutschflächen in den Abgrund. Ja, das ist schlecht. Gerade bei Zwergen kann man sich nämlich Verluste nicht leisten, weil, naja, hier sind die Einheiten natürlich nicht so billig wie die Orks. Hier ist jeder Zwerg wichtig. So, hier haben wir gleich eine Ballistenmacher. Auch wenn die Balliste die Basis aller Belagerungswaffen ist, benötigt man dennoch einen Spezialisten, der diese übergroßen Holzbögen, welche den Ballisten die Vollkraft geben, produziert. Allerdings werden die Ballisten hier nur gebaut. Das Training mit solchen Kriegsmaschinen kann man nur außerhalb der Mauern gewissermaßen. Dann die Brauerei, das ist der Vorgänger zur Methalle. Eine Zwergenbrauerei ist ein wichtiges Gebäude in der Kultur der Zwerge. Hier wird das sogenannte Met hergestellt. Warum auch hier immer Met mit 2 E geschrieben. Das selbst den eifrig schürfenden Minenarbeiter oder auch den verbissenen grimmigen Zwergenkrieger fröhlich stimmt. Wegen der engen kleinen Räume findet hier auch mal die ein oder andere Rauferei statt, wenn sich die Stimmung erhitzt. Doch gibt es dabei fast nie Verletzte und nach einem ordentlichen Meinungsaustausch werden die Kontrahenten noch ein paar ordentliche Krüge rückgereicht. Ja, man merkt schon, die Zwergenmentalität ist hier richtig schön. Deswegen mag ich das Volk auch. Dann haben wir die Garnisonskammern.
mehr öffentliche Ordnung, Minenarbeiter und Streiter. Ein Kriegerleben ist hart und langweilig zugleich, wenn man zu einer Garnison gehört. Doch muss man sagen, dass gerade der Garnisonsdienst für Zwerge, die das schwere Leben als Steinbrecher oder Minenarbeiter gewohnt sind, viele ungewohnte Annehmlichkeiten bereithält. Was sind schon ein paar Märsche mit vollem Kriegsgepäck gegen 8 Stunden Schuften im Stollen? Auf in den Stollen. Ich denke mal, im Stollen wäre da richtig. Ja, hier hat man auch wieder den Unterschied zu den Orks. Sehr schön, weil da stand ja was anderes. Die Ausbildung findet unter dem wachsamen Auge der Wachemeister statt und so werden hier brauchbare Kämpfer geschmiedet. Dann haben wir die Zwergenminen. Das ist das Spezielle für Zwerge. Ein altes Sprichwort sagt, ein Haus für einen Mensch, eine Weide für die Pferde, doch einen Zwerg, den lockt es nur tief unter die Erde. Durins Volk ist bei der Errichtung von Bergwerken und Minen unübertroffen. Als Kinder Aules lieben sie das Handwerk und finden ein wenig größeres Gefallen als an Kristallen, Gestein und edlen Erzadern. Was sie nicht selbst benötigen, handeln die Zwerge mit verbündeten Völkern ein. Ja, hier ist keine Bevölkerungszuwachs, das ist erst mit den Tieren. Aber die Zwerge sind halt recht reich, weil man hat hier viel. Das ist gut, weil Zwerge sind, wie gesagt, teuer. Zumindest teurer als Orks. Und dann haben wir hier noch die Burg. Können wir auch 3 Einheiten und haltungsfrei rotieren. Die haben wir schon von vornherein. Eine Burg demonstriert die Macht des Besitzers und dominiert durch ihre gewaltige Erscheinung die gesamte Landschaft. Hier wird die Autorität der Herrschenden buchstäblich in Stein gemeißelt. Hinter ihren Mauern kommen die Verteidiger lange Belagerung standhalten, während sich die Angreifer mit einer tödlichen Mischung aus Verteidigungstürmen und stark befestigten Rohrhäusern konfrontieren. Die Frage ist halt, ob wir uns auch dann... Ja, da komme ich gleich. Ich lese jetzt hier erstmal, das sind die Eisenberge hier. Die Eisenberge sind ein kleiner Gebirgszug östlich des Düsterwaldes. Wie die Eremitrim sind seine Überreste Erit Engrim Melkor im ersten Zeitalter aufgetrieben. Das Jahr 2590 dieses Zeitalter gründete Kroar mit einer Gruppe von Zwergen aus Durins Volk dort eine Siedlung. Die Berge wurden seit tausenden von Jahren von den Zwergen zum Schürfen von Eisen in den tiefen Minen genutzt. Diese Berge lieferten das meiste Eisen. Die Berge der Eisenberge schienen gut gerüstet, aber nicht reich gewesen. Es gab dort viel Eisen, aber wenig Gold. Die Zwergenstraße am Waldanreich erstreckt sich von den Zwergenhändler bis nach Nordosten zu. Was ja derzeit Moria ist, und in den Händen der Orks. Bei den Eisenbergen entspringt der Fluss Rotwasser. In der Schlacht von Arsenulvisa entschieden die von Nein angeführten Streitkräfte der Eisenberge den Kampf zugunsten der Zwerge. Bei der Schlacht von Pferde kamen 500 Krieger unter der Führung Deins zum Erebor. Ja, hier können wir Söldner rekrutieren. Wir wissen ja, die Zwerge haben über Hamburg. Reiter nur über Talsöldner und Orks, wenn sie es hätten, könnten hier Trolle rekrutieren, aber hoffentlich kommen die Orks, in diesem Fall hoffe ich das, dass sie nie so weit kommen und die hauptsächliche Umgebung sind natürlich. Jetzt nochmal kurz Erebor-Beschreibung, dann sage ich, was ich gleich sagen wollte. Nein. Hier. Im Erebor, Sindarin für einsame Berg, fand sich ein Zwergenkönigreich, das von Trein dem ersten König unter dem Berg gegründet worden war, nachdem er mit seinem Volk aus Khazad Dûm fliehen musste. Doch bald verlegten die Könige aus Durins Haus ihren Sitz in das Graue Gebirge. Kroar, der 2095 zum Erebor zurückkehrte, erlangte dort großen Reichtum, welcher allerdings Jahre später den Drachen Smaug anlockte. Smaug tötete alle Zwerge, die er finden konnte, und bereitete sie schließlich auf einen Haufen des Zwergengoldes, bettete sich schließlich auf einen Haufen des Zwergengoldes in der untersten Halle ein. Bilbo Beutlin, Thorin Eichenschild und ihre Gefährten machten sich 2941 das Zeitalter auf dem Weg zum Erebor, um Smaug von dort zu vertreiben. Zwar waren sie damit erfolgreich, jedoch kam es im Herbst dieses Jahres zur Schlacht von Ere. In dieser Schlacht mussten Zwerge aus den Eisenbergen, Elben aus dem Düsterwald und Menschen aus Eskaut und Aal den Erebor gegen eine Armee aus Orks und Wagen vertreiben. Thorin, welcher als rechtmäßiger Besitzer ist, erreicht von Erebors galt und somit auch das Königsamt antreten wollte, kam in dieser Schlacht ums Leben und so wurde das Königreich von Deineisenbund neu gegründet. Hier kriegen wir auch Talsöldner und die Axtkämpfer vom Erebor. Wir wissen ja, die gute alte Garde von Erebor. Und auch hier auf der Umgebung Berge. So, was ich jetzt kurz sagen wollte,
Wir haben ja hier eine Diplomatie gleich Verbindung mit Tal und gleich beide Orkvölker als Feinde, die Orks von Nibelwürge und von Gundabad. Wir müssen mal überlegen, ob wir hier auch gegen Ruhn kämpfen. Wo wir beim Nebelgebirge spielen, kämpfen ja die Zwerge gegen Runen. Eigentlich wäre unser Ziel nicht Runen, aber wir sollten halt vielleicht unsere Verbündeten unterstützen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Übrigens, man hat nur 400 Runden. By the way, ist bei den Nebelgebirge auch so. So, und dann gucken wir noch die anderen beiden Sachen an. Hier, wie gesagt, hier ist Kibildun. Das ist eine Holzburg. Wir haben hier einmal den Ledergerber, den kennen wir schon, die Formerei kennen wir schon, die Garnisonskammer kennen wir schon und die Bergenmieden. Das ist nur die Holzburg neu. Aber die kennen wir auch, die lese ich nicht vor, weil die kennen wir von den Orks. Das ist hier dieselbe Beschreibung, bei den Orks hatten wir halt nur maximal Holzburgen. Deswegen habe ich die normale Steinburg vorher vorgelesen, aber die Holzburg. Und hier sind die Eretluin natürlich. Die Eretluin sind darin für Blauberge. Bei dem ersten Zeitalter der lange von Norden nach Süden verlaufende Gebirgskette in den nordwestlichen Landen mit der Erde. In der altvorderen Zeit bildeten sie eine durchgehende Linie und trennten Eriador vom Beleriand. Im Norden schlossen sie sich an die Eret Engrin an. An der Westseite des Gebirges entsprangen sieben Flüsse, die Täler von Osiriand durchflossen. Unter den Gipfeln des Gebirges war zu dieser Zeit vor allem der Dolmen. Im zweiten und dritten Zeitalter bildeten sie das nordwestliche Küstengebirge von Mittelerde, während sie auf ihrer östlichen Seite noch immer das die weite Lande Eriadors erstreckten, befand sich westlich der Bergkette noch der schwach bewaldete Küstenstreifen von Gundon, der letzte verbliebene Teil des Festlandes von Beleriand. Durch den Golf von Lun wurde das Gebirge in eine nördliche und eine südliche Hälfte geteilt. Vor der Zerstörung Belerians befanden sich die großen Zwergenflotte Belegost und Nogrod in den Norden. Beide waren durch eine vielbenutzte Straße miteinander verbunden. Zwerge errichteten in deren Werkstätten großartige Arbeiten, darunter das Schwert Nasil und das Halsband der Zwerge. Dem standen sie in regen Austausch mit den Elbenvölkern von Beleriand. Ja, das Halsband der Zwerge, da komme ich vielleicht mal noch drauf zu sprechen, das ist ganz interessant. Ich weiß gerade leider nicht den Namen. Ich glaube, irgendwas mit N. Schreib's, wenn es mir einfällt, sage ich es in den nächsten Folgen oder schreib's vielleicht in die Videobeschreibung. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Während des Kriegs des Zorns jedoch wurden die Berge von starken Erstürmungen heimgesucht. Nein, das ist verwirrt. Etwa in der Mitte wurden sie gespalten und eine große Horde, keine Ahnung, bildete sich, die fortan das nördliche vom südlichen Ende trennte. Auch die Hallen der Zwerge wurden zertrümmert und ihre Bewohner verließen es in großer Zahl, um in Khazad-dûm zu leben. In den folgenden Zeitaltern waren die Eretluin allerdings nicht von ihnen verlassen. Auch im dritten Zeitalter gab es dort noch Siedlungen der Zwerge. Vermutlich hatten sich einige der Bewohner von Belegost entschlossen, an den teilweise erhaltenen Ruinen der Zwergenstätte zu bleiben und dort weiterzuarbeiten. Ihre Werkstätten fanden sich hauptsächlich auf der Ostseite der südlichen Bergkette. Zudem fand Arvedui, der letzte König von Arvedain, in einem verlassenen Zwergenheim in den Eretluin einen einstweiligen Unterschlupf, als er von den Truppen des Hexenkönigs floh. Vertrieben durch Smaug wanderte eine Teil von Durins Volk vom Erebor zu den Eretluin und fand im Norden des Gebirges ein neues Heim. Nach den Kriegen zwischen den Orks und den Zwergen kam König Thrain II. Hierher, gründete sein eigenes Reich und brachte es zu einigem Wohlstand. Nach seinem Verschwinden wurde sein Sohn Thoren König unter die Hallen, oder den Hallen, die später nach ihm benannt wurden. Er hat Thorens Hallen zurückgeholt. Unter seiner Herrschaft füllten sich die Schatzkammer der Zwerge und viele Heimatlose seines Volkes fanden in ihrer Ruinen ein neues Heim. Gimli wurde hier in ihrer Ruinen geboren. Gimli ist übrigens auch der Commander hier. Da kommen wir gleich dazu. Thorin blieb dort und herrschte über die Hallen, bis er mit 12 Gefährten auszog, das Zwergenreich in Erebor zurückerobert. Als er sich dort niederließ, folgte ihm ein Großteil seines Volkes. Hier gibt es keine speziellen Einheiten, auch hier ist die hauptsächliche Umgebung Berge und wenn hier die KI wäre, dann gäbe es zusätzliche lokale Truppen, für uns natürlich nicht. So, die beiden können wir unterhaltsfrei rekrutieren, ich schaue nur kurz. 2.
Dafür brauchen wir derzeit nicht. Auch hier nehmen wir erstmal die Glückswege. Und ja, hier ist der gute Gimli. Er ist der Kommandant der Eisengarde. Erster Befehlshaber der Zwergenarmeen. Und Gimli Streitaxt hat er natürlich. Streitaxt vernichtet alles auf dem Wege, aber die Schwerhandhabung geht auf Kosten der Verteidigung. Minus Trefferpunkte, aber plus Autorität. Und hier nochmal plus Kommando und plus Autorität. Allgemein hat Gimli, wie nicht zu erwarten, viel Kommando. In den richtigen Truppen und oder in den richtigen Bedingungen kann er eine Armee zum Sieg führen. Er hat auch volle Loyalität. Er gilt weit und breit als Begriff der selbstlosen Treue, dafür wird er sehr geschätzt. Ich meine, das überrascht nicht. Man kennt ja Gimli aus Filmen. Aber trotzdem. Und auch bei Respekt ist er sehr gut. Er schafft es vortrefflich, seine Kollektivität zu halten. Und auch bei Gehorsam. Diensteifrig und schleimerisch. Ja gut, schleimerisch würde ich jetzt Gimli. So, was hat er hier sonst noch? Er ist ein edler Heerführer. Er hat schon einigen Feinden, die er auf dem Weg besiegt hat, nach sich gebracht. Ah, Gimlis kleiner Axt. Gimli nutzt diese Axt, um Angriffen auszuweichen. Respekt. Dann vorwiegend loyal. Dann mutig, kennen wir schon. Selbstbewusster Angreifer. Kennen wir auch schon. Mehr Kommando beim Angriff. Vielversprechender Heerführer. Heldenfähigkeit, in dem Fall die Defensivstellung. Abnahme von Erschöpfung und senkt die Tötungschance. Weitermehen, außerdem festigt die Moral. Und natürlich auch hier wieder eine Biografie. Bei Gloin hatte man interessanterweise keine Ahnung. Also nicht jeder wichtiger. Gimli ist der Sohn Gloins, einem der früheren Begleiter Bilbo Beutlins. Er ist ein entfernter Verwandter von Durin den Unsterblichen, Anführer der sieben Väter der Zwerge und Stammvater des Volkes der Zwerge, zu dem Gimli gehört, den Langbergen. Gimli gehört zur königlichen Blutslinie, aber nicht nah an der Erbfolge. Er ist der Cousin dritten Grades von Dain dem zweiten Eisenfuß, dem König von Durins Volk, und der Cousin ersten Grades von Balin. Außerdem später für kurze Zeit Herr von Moria. Ja, hier sind ein paar interessante Fakten, die man sonst vielleicht nicht so weiß. Zum Beispiel auch das mit dem Herr von Moria und so. Gibt ihm plus Kommando, plus Gehorsam, plus Loyalität, plus Trefferpunkte, Autorität, Kommando beim Verteidigen, bei Belagerungen und plus Truppen. Und dann zuletzt Thorins Hallen. Hier ist auch tatsächlich Thorin selber als Thronerbe. Frag mich nicht, warum Thorin hier ist, weil Thorin wäre ja eigentlich tot. Aber irgendwie weiß ich nicht, was da den Leuten passiert ist. Vielleicht ist es ein anderer Thorin. Er ist auf jeden Fall hier. Und hier bilde ich auch gleich aus, weil hier müssen wir ja von beiden Seiten an. Deswegen wollen wir hier gleich einen Spion und einen Wiener. Genau, Thorin selber hat 9-4-Kommando, einen Respekt und 5 Loyalität, außerdem 3 Gehorsam. Er hat hier die Zwergenmusik, plus Kommando beim Befehligen von Infanterie, also von Nahkämpfern. Ich meine, das ist bei Zwergen jetzt nichts Besonderes. Man hat ja fast nur Nahkämpfer, wie wir wissen, aus der letzten Lookabout. Sogar die Zwerge lieben eine stürmische Melodie, die Truppen in der Schlacht inspiriert. Außerdem ist der Hüter der Hallen. Die Hüter der Hallen unterliegt die Verteidigung der Heim- und Werkstätten der Zwerge. Kommando plus Autorität. Und ja, er hat hier auch sehr viel. Also man merkt schon, Zwerge haben viele Merkmale. Er ist gesund, plus Truppenmoral. Er plus Trefferpunkte, kennen wir schon. Mutig, kennen wir auch schon. Edler Heerführer. Vielversprechender Verteidiger. Das ist der Einzige, der mehr Kommando bei der Verteidigung hat. Das ist interessant. Vielversprechender Heerführer und Erbe. Als nächster Anführer des Volkes ist dieser Heerführer schon jetzt von ihm eine Bedeutung. Was haben wir uns Hallen? Das schauen wir noch schnell. Hier gibt es eine Holzpalisade. Die kennen wir aber schon. Dann gibt es hier die Halle von Thorin. Das ist ein besonderes Gebäude. Fortbildungskosten reduziert und Bonus öffentliche Ordnung. Diese majestätische und riesige Halle wurde von den Zwergen unter Führung rein Thorin in den blauen Berg, die blauen Berge gestellt. Am Kamm der eindrucksvollen Stufen des Baumes geht ein Besucher in einen Bereich an die Burg von Thorin mit dem gehärteten Eingang alle ein. Ansonsten die Ortswache. Kennen wir schon, das ist halt die kleinere Version von Stadtwache. Und das hier lese ich nicht vor, wie gesagt. Dann gibt es hier den Bergkrug für Spione. Das hat mit der Brauerei nichts zu tun.
sondern ist was Eigenes. Nach getaner, harter Arbeit in Stollen und Schächten der Zwergensiedlungen gibt es nichts Besseres als einen anständigen Krug nach Zwergenart gebrautes Bier. Oder auch 10. Oder 20. Wie gesagt, die Zwergenmentalität ist hier richtig schön und ich feiere diese Texte. Man merkt ja auch. Der Bergkrug ist eine kleine in den Berg eingelassene Halle, in dem die Zwerge zusammensitzen und sich Geschichten über die heldenhaften Ahnen erzählen und Lieder singen. Es dauert da meist nicht lange, bis sich die ersten Langbärte in den Armen liegen und sich schwören, sich spätestens morgen früh aufzumachen, um endlich Khazad-dûm von den dreckigen Orks zu holen. Ja, in diesem Fall schon. In unserer anderen Kampagne mögen wir die Orks, aber nicht hier. In den meisten Fällen passiert das nicht. Aber der ein oder andere Zwerg begibt sich trotzdem auf die Suche nach Abenteuern und Schätzen, aber natürlich nicht, um seinen Vettern für ihre Reisen Botschaft zu bringen. Dann haben wir den Ledergerber, den kennen wir. Maurerei kennen wir. Wochenmark kennen wir auch. Und wir sind zügig. Bauen tun wir hier. Ach, Minen gehen hier gar nicht. Ja, dann die Runde. Lesen wir noch schnell die Ruin oder kennen wir das schon? Ich glaube, das ist vorher. Auch die Musik, ich feiere die Musik bei den Zwergen. So, ich finde es auch bei den Orks cool, aber bei den Zwergen ist das alles ganz cool. Ja, hier ist ganz normal wie vorher. Auch hier gibt es keine besonderen. Ja gut, dann tappe ich jetzt kurz raus. Ich fürchte halt trotzdem, dass wir überzogen haben. Ja, haben wir. Um 6 Minuten derzeit. Ja, das mit dem Lesen dauert halt immer in der ersten Folge ein bisschen. Und ich werde es jetzt trotzdem gleich speichern. Das speichere ich jetzt unter Zwerge-Let's Play. Dürfen wir halt nur in Zukunft nicht Kampagne fortsetzen, sondern halt auf Spiel laden gehen. Wie gesagt, keine Ahnung, warum ich jetzt heute Lust hatte, die Zwerge anzufangen. Weiß auch nicht. Also ihr entscheidet, was wir weiterspielen, ob wir die Zwerge beim dann morgen anfangen oder Nebelgebirge weiterspielen. Irgendwie hatte ich mal Bock, das zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen wird die Folge dann natürlich abgekürzt. Und ja, also ich persönlich hätte jetzt irgendwie Bock auf die Zwerge. Keine Ahnung, ich mag die Zwerge. Weil mit den Orks, wir hatten zwar in letzter Zeit da einige Siege, aber ihr wisst ja, ich war da nicht so gut gestern bei der Schlacht und keine Ahnung, mit den Zwergen hat man es einfacher an Schlachten, weil Zwerge sterben halt nicht so schnell. Und wir haben hier halt auch gleich nicht so viele Feinde. Wir haben nur die beiden Orkvölker als Feinde, aber mit den Nebelgebirge hatten wir ja gleich 3 und trotzdem verbündet. Ja, ihr entscheidet. Ich persönlich würde erstmal mit den Zwergen anfangen wollen. Keine Ahnung, wann wir dann mit den Orks weiterspielen. Vielleicht zwischendrin immer mal wieder oder so. Aber mal sehen, was da von euch kommt. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Die Folge halt dann, wie gesagt, abgekürzt. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl.